Alter. Oh, das Ding ist irgendwie nervig und anstrengend und komplett kacke. Muss ja auch noch durch die ganze Stadt laufen und so, ne? Es kommt dann auch noch dazu. Dann bin ich auch nochmal wieder 500 Mal unterbrochen. Arm Heap. Zuerst mal gefressen und dann hingeschmissen. Komme ich jetzt an dem Ding vorbei? Es liegt doch direkt in dem Ding. Lasst euch doch noch mehr Zeit. Die Szene war wichtig. Sie sehen, wie das Auto da zerstampft wird. Ja, wartet doch noch länger, bitte. Zetrop, Rückzug. Verstanden. Ripdoggo. Ja, wenn das Spiel dir suggeriert, dass du weglaufen musst. Kann man nicht erwarten, dass man da den Hund rette, dass man sowas denkt. Weil das Spiel ja mir das nicht gesagt hat, dass ich irgendwen retten kann oder so. So, Clash schreibt, yo, ich habe es auch vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ich wusste es nicht, dass das überhaupt eine gängige Möglichkeit ist, den Hund zu retten. Dass man das machen kann. Cypher. Wie war's? Ja, sie haben mich nur behindert. Es ist nicht leicht, ein Truppenführer zu sein. Ordnung. Gute Arbeit. Wo ist Cypher? Den Robo kann man frühestens auf der Brücke komplett zerstören und der repariert sich viermal bis zum Kill.
Okay. Na, da vorne ist er doch. Los zum Garten, solange es noch hell ist. Nutzt eure freie Zeit. Das war's dann für heute. Na gut, tschüss. Hey! Schon wieder, dieser Arsch, er denkt nur an sich. Na, es hilft nichts. Lass uns zu Fuß gehen. Und es fließt auch in deine Wertung mit ein, wie oft du gegen den kämpfst, wie viel Zeit du übrig hast und ob du ihn besiegen kannst. Wäre aber mit deinem Level nicht möglich gewesen, okay. Ich spüre den Meereswind. Der saust durch die Stadt. Die Stadt riecht nach Salz. Und mein Wagen rostet dahin. Dieses Schild ist auch ziemlich verrostet. Jetzt haben wir plötzlich Musik hier. Unsere Tanzchoreografie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die haben wir nämlich während dieser ganzen Mission einstudiert. Da hättest du erst eine Trainingssession machen müssen, aber für ein YouTube-Projekt, denke ich, ist nicht so tragisch. Genieße lieber die Story. Hättest sonst auch die coole Cutscene am Strand versäumt. Ah, okay. Bist du ein Gartenschüler? Wie sieht's aus mit dem Schulfest, ja, Anil? Wieder zurück. Endlich daheim. Echt wahr? Jetzt heißt es, die Bewertung abwarten. Also dann, Squall, bis später. Bis dann. Haut rein. Und wo gehen die jetzt lang? Sag mal, habt ihr keinen Hunger? Wollen wir nicht irgendwo essen gehen? Ich bin dafür. Wo gehen wir heute hin? Squall, ist alles okay? Squall? Squall? Hallo. Ich arbeite schon, seit es den Garten gibt. Das ist schön. Na, was sagt er dazu? Hey, hast du gehört? Die Galbadianer hatten es auf die Antenne abgesehen. Auch wenn die Antenne sendebereit ist, wer soll da was senden? Weiß nicht. Wie meinst du das? In der Prüfung kam mal die Frage, warum Rundfunkwellen nicht mehr benutzt werden können. Squall, was hast du denn als Antwort geschrieben? Weil es gesundheitsschädlich ist, wegen der weltweiten Funkstörung, Mann.
Bingo, genau. Wegen den weltweiten Funkstörungen, es begann plötzlich vor 17 Jahren. Deswegen werden Kuriere, Kabel und Chocobos zum Übermitteln von Nachrichten benutzt. Ist überhaupt keinen Sinn darin, Antennen wieder in Betrieb zu nehmen. Aber ich habe gar nichts geschrieben. Ich hatte nicht mal einen Test, aber ist okay. Prüfung. Ich will die Prüfung nicht bestehen. Ich weiß schon, dass ich als Seed nichts tauge. Boah, der Arme. So, Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Die Anwärter sind alle wohlbehalten zurück, oder? Auf die Idee, dass die Galbadianer es auf die Antenne abgesehen hatten, ist niemand gekommen. Aus Dulé ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Galbadianer haben sich unter die Bedingung, dass die Antenne sendebereit bleibt, zurückgezogen. Da freuen sich alle. Wie auch immer, die Galbadianer haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Kohle herausgeschlagen. Oh Mann. Money, money, money und so, ne? Du warst gar nicht mal so schlecht. Gell? Da ist mein ganzer Stolz. Gell, Alter, wer sagt denn das? Das hat mein Opa immer gesagt. Wenn er bloß nicht so muffelig wäre. Ach, geht doch. Die Prüfungsergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleib in der Nähe. Er hat jetzt endlich ein Character Model. Wie war das Schlachtfeld? Ich habe gezittert. Ja, geht so. Geht so. Geht so? Geht so, sagen Sie? Das finde ich prächtig. Komischer Dude. Wie war's, Bruder Herz? Oh, mein Kreuz. Ich diese Schmerzen nicht hätte. Schon wieder diese Tour. Wenn die Gesundheit mitgespielt hätte, wäre ich bestimmt weitergekommen. Hätte Fahrradkette. Sage ich dazu nur. Plötzlich vor 17 Jahren hat Dulé die einzige Antenne der Welt einfach ausgestellt. Plötzlich nach 17 Jahren. So, ich geh pennen, ich bin müde. Gute Nacht. Ah, hier ist ein Klassenraum. Wenn ich dich sehe, weiß ich, wie hart Frau Trapp kämpfen muss. Frau Trapp hat bisher 13 Gegner besiegt. Ihre Unschuld schwindet langsam, aber sicher dahin. Ich weiß auch, wie es bei dir ist. Du hast 17 Gegner besiegt, aber das ist mir sowas von egal. Okay. Bist auch hoffentlich unser Frau Trapp nicht zur Last gefallen. Oh, mag sein. Beschätze die Trapp? Ich weiß es nicht. Du warst bisher 0 mal K.O. Frau Trapp war bisher einmal. Oder Trieb. Die war einmal K.O. Lächerlich. Ja, hier ist auch nichts mehr. Steht hier eigentlich was irgendwie an der Tafel, was interessant ist? Und hier am Lehrertisch ist auch nichts, okay. Also haben sie auch Stud-NPCs reingestellt, ja. Kann ich gar nicht mehr benutzen jetzt hier. Nein, was muss ich jetzt machen? Ich bin völlig hilflos. Geht's hier irgendwo lang? Oh, guck mal, wer da steht. Hast du gehört? Die Sache mit der Antenne in Dulé. Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dulé jetzt ewig dankbar.
Du hast doch gar nichts, hast an gar nichts gedacht. Du wolltest dich nur austoben. Christus. Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Cypher, sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp den Posten verlassen. Ist es nicht die Aufgabe eines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Kommandant? Lass ich nicht lache. Du, du ewiger Seed-Anwärter. Weint er jetzt? Oder was ist da los mit ihm? Oder? Was ist los mit deiner Gicht? Zitterst du jetzt? Cypher? Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann aber Ihre Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass Sie zum simplen Söldner werden. Zu Söldnern, die blind Befehlen gehorchen, sollen Sie nicht werden. Denke ich zumindest. Direktor Sid, Sie sollten langsam zurück. Nun, wie soll ich sagen? Ja, weiter. Seed soll Befehle befolgen und Aufträge erfüllen. Schließlich sind wir kein Wohltätigkeitsverein. Das Solif-Fürstentum dürfte eines jetzt gelernt haben. Wer die Seeds anheuern will, sollte mit Geld nicht sparen. Wow. Was ein korrupter Haufen. Die nur an Geld denken. Die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ich wiederhole, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ja, ich bin gefragt, juhu. Oh, ich speichere es mal ab. Auf nach oben. Bing. Ja, Testzeit. Ich hab gelernt. Oha. Hey, hey. Wir sollen einzeln aufgerufen werden. Okay. Na, Fujin. Wut. Was? Wut. Okay. Und Raijin. Fujin sagt, wenn Cypher nicht zum Seed wird, ist es deine Schuld. Fujin ist mal unberechenbar, wenn sie mal wütend wird. Lieber Gott im Himmel. Der sagt hier gar nichts. Sie auch nicht. Hallo. Xell Dinscht. Juhu! Bis dann, Leute! Squall. Squall vom B-Trupp. Hier rüber. Ich habe keinen Nachnamen. Oder er hat keinen Nachnamen. Er ist einfach nur Squall vom B-Trupp. Das waren alle, die heute bestanden haben. Wegtreten. Alle gleichzeitig. Haben sie einstudiert scheinbar. Das sind die vier, die die Seed-Prüfung bestanden haben. Zunächst mal Gratulation. Von nun an
werden sie als Seeds Einsätze auf der ganzen Welt wahrnehmen. Was? Seeds ist der Codename für die Söldner des Balamp Garden. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Aber das ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist... Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung. Fassen Sie sich bitte kurz. Die Seeds sind ein wertvolles Produkt dieses Gardens. Ob der Warenwert steigt oder fällt, liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen, erfüllt die Aufträge. Das wollten Sie doch sagen, Herr Direktor. Die Seeds-Zeugnisse werden nun feierlich überreicht. Ich freue mich auf das Schulfest. Ekelhaft. Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Jetzt alle so ankackt. Richtig gut. Du bist scheiße, ein bisschen Ruhe schadet nie. Sie sind der erste Seed mit einer Gunblade. Der ist auch irgendwie total geil darauf, ne? Hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Ach ja, Swall, ich gebe Ihnen das hier. Das ist ein Kampfzähler. Gehen Sie im Menü ins Tutorial. Dort können Sie sich Ihre Kampfstatistiken anschauen. Vielleicht wird es für sie von Nutzen sein. Kampfzähler erhalten. Ab jetzt werdet ihr öfters mit GF arbeiten. Ignoriert diesbezüglich jegliche Kritik von außen. Wir unterhalten uns irgendwann ausführlich. Alter, ich hab Angst vor dem. Das ist sein Nachname. Skull vom Betrop. So, Windverschieb spricht gleich nochmal mit Sid. Ja, schon passiert. Hey, nach 17 Jahren. Endlich die erhoffte Chance. Was ist Squall? Oh, nichts. Alter, wie Xell hier. Hey, ja, Squall, zurück ins Klassenzimmer. Was wir tun sollen? Hast du vergessen, was frischgebackene Seeds machen? Sich bei den Kameraden bedanken. Danach gibt's eine richtige fette Abschlussparty. Was mit dir? Seed! 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 Oh Gott. Sid möchte eine private Unterhaltung mit dir führen in der Küche. Ich glaube auch. Agilität 20 Punkte, Urteilsvermögen 50 Punkte, Angriffsstärke 50 Punkte, Seele 50 Punkte, Benehmen 10. Punkte. Als Seed bekommen sie regelmäßig einen Sold. Der Betrag richtet sich nach ihrem Seed-Level. Der Seed-Level kann je nach ihrer Handlungsweise im Kampf steigen. Er kann aber auch je nach ihrer Handlungsweise fallen. Na, gefunden! Hey, hey, guck mal! Seed-Uniform! Ja, interessiert mich nicht. Zieh dich schnell um! Da soll eine Fete stattfinden. Interessant. Bin aber nicht so der Party-Typ. Bin mehr so der in seinem Zimmer alleine Hocker und warten, bis alles vorbei ist. Hm.
dem das Zimmer hier wohl gehört? 10 von 100 Punkte für Benehmen. Hä? Verstehe ich nicht. Die sieht Uniform. Nein, noch nicht. Okay, umziehen. Ja, du bist der bestaussehendste Typ hier weit und breit, ne? So, ich hol mir mal ganz kurz was zu trinken, geht gleich weiter. So. Zaza schreibt, Tanz, Martox, Tanz. Okay. Dup, 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 dup. Fertig. Hey, steht dir super. Also, auf zur Fete. Zu wem? Hey! So, Windflash schrieb, falls dir das bislang zu stressig war, ab jetzt entschleunigt sich das Ganze etwas. Entschleunigt sich das etwas, okay. Also, das Kampfdingens wird sich wahrscheinlich nicht entschleunigen, der Kampfbildschirm. Also, die Kämpfe an sich, weil ich mag das halt nicht. Dass wenn die Gegner was machen und ich überlege so, mache ich jetzt Attacke oder mache ich GF? Oder mache ich doch Zauber, wenn ich da in diesem Menüpunkt rum überlege, was ich jetzt mache, finde ich das halt doof, dass es weitergeht. Das heißt, ich muss immer erst auf Zauber gehen, den schon mal aktiv halten und dann überlegen. Irgendwie komisch. Aber egal. Yo, Squall! Hehe, wir sind jetzt beide Seeds. Ich bin kein Sitz. Tja, weiterhin alles Gute. Er kippt sich das erstmal auf die Nase. Hey, du wirst dich wohl nie ändern. Sieht dir ähnlich. Bis später. Hey, Xell. Hey, hey. Wie wär's mit einem Posten im Schulfestkomitee? Oh, mir fällt da gerade etwas Wichtiges ein. Bis dann. Buh. Hey, Squall! Willst du nicht das Schulfest mitorganisieren? Nur ab und zu mal. Was ist? Da kippt sich wieder Sachen auf die Nase. Hey, 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 du da vorn! Sucht sich einfach irgendwelche random Leute. Du könntest maximal die Geschwindigkeit der ATB-Balken runterregeln, dann hast du mehr Zeit zwischen den Attacken. Aber da ziehen sich die Kämpfe dann ziemlich. So, aber jetzt kommt was. Du siehst am coolsten aus. Hey, magst du mit mir tanzen? Na, ich kipp mir lieber was auf die Nase. Du bist wohl einer von denen, die nur tanzen, wenn ihnen ein Mädchen richtig gut gefällt. Du wirst mich mögen. Mich mögen. Oh Gott, daher ist das also. Ich verstehe.
Ja, Winfell schreibt auch, was sie jetzt macht, ist das eine Emote aus Indicidia. Sie ist ein Jedi. Stimmt. Immer noch nicht? Nee, ich gebe mir lieber wieder was auf die Nase. Ich kann nicht tanzen. Ach, wird schon schief gehen. Ich suche nämlich jemanden, aber alleine kann ich doch schlecht auf die Tanzfläche. Sehe schon, im Chat ist voll der Hype von dieser Frau. Okay. Naja, mal schauen, ne? Du bist echt ein Genie. Volle Punktzahl fürs Tanzen. Ne? Ja, ich habe mir ein bisschen was auf die Nase gekippt. Da geht das schon. Aber danke für die Blumen.